Ist ein Wagen mit Weissen, die sich schwarz anmalen, auch okay? Ich finde, es kommt darauf an, was dahinter steckt. Es geht eigentlich darum, darauf aufmerksam zu machen. Weil die Fasnacht hat eigentlich der Gesellschaft den Spiegel vor. Durch die Fasnacht hast du nie auf, tolle Leute kennenzulernen. Und genau wegen dem ist sie für mich unglaublich wertvoll. Die Fasnacht ist für mich viel mehr als nur eine dreitägige Beschäftigung. Sie zieht sich durch mein ganzes Leben. Ich finde, dass die Fasnacht ein veralteter Brauch ist, der sich nicht mehr im Fortschritt der Gesellschaft bewegt, zu viel Abfall, Lärm produziert und die Menschen, die sich hinter der Narrenfreiheit verstecken, um sich echt daneben zu benehmen. Also das sind Schlagzeilen, die man natürlich nicht lesen will. Das sind Sachen, die überhaupt nicht dazugehören. Also man darf sich nicht hinter der Fasnacht verstecken, um eben begrapschen oder auch andere Straftaten begehen. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Ich höre auch viel von Fasnächtlern, dass es dann eben einfach heisst, hey, schau, es ist Fasnacht. Die Leute haben sich halt nicht, du musst das nicht persönlich nehmen. Das ist halt so ein bisschen, wie stehst du zu dem? Also ich bekomme eigentlich eher wenig so Sachen jetzt mit über. Weil du bist halt eigentlich immer in deiner Gruppe unterwegs. In deiner Gruppe passiert es eher mal noch, dass irgendein dummer Spruch kommt, der zu weit geht. Und wenn er dann wirklich zu weit geht, dann kannst du dann gegenseitig mal sagen, hey, das wäre jetzt nicht nötig gewesen oder so. Ich meine, ich kann fast nicht verstehen, dass man das nicht sehen oder mitbekommen kann. Also, ich habe halt im Service gearbeitet. Und das ist an der Fasnacht horrend, was auch als Servicepersonal musst erdulden. Also wenn du schon nur das Bier bringst, das wird zelebriert, weil du jetzt das Bier endlich an den Tisch bringst und dafür wird er einfach fünfmal an den Arsch gelenkt. Also es ist wirklich zu Basel weniger ein Problem, weil auch dann nicht irgendwie an einem gewissen Punkt nur noch im Restaurant hockst und trinkst und dann eben das Servierpersonal siehst, sondern du gehst immer wieder raus und machst wieder deine Runden. Also du gehst eigentlich immer wieder weiter, du hast deine Hälfte nicht länger als eine halbe Stunde, drei Viertelstunde. Ich glaube, dass es vielleicht eine gesellschaftliche Gruppe vielleicht auch ein bisschen ist, wo das mit den sexuellen Übergriffen nicht ganz so kritisch sieht. Bei Grossveranstaltungen ist es halt einfach so, dass du dich in der Masse kannst verstecken. Ich nehme an, es passiert dir nicht so oft, dass jetzt jemand einfach auf dich zukommt und dich einfach, ohne dass er sich nachher wieder in der Masse verstecken kann oder mit den Freunden unterwegs ist, so sexuell belästigen. Aber ich sehe jetzt nicht unbedingt mehr, dass so eine Fasnacht so ist. Aber ich habe halt auch nie die Erfahrungen gemacht, wie du gemacht hast. Bei mir sieht es völlig anders aus. Mhm. Findest du das jetzt schrecklich? Ja. Es tönt nicht angenehm, also muss ich wirklich sagen. Ich verstehe, dass man sich für schräge Töne entscheidet, halt, um den Winter zu vertreiben. Also es muss laut sein. Ich finde es einfach problematisch, dass dann halt die Leute, wenn sie dann auch etwas getrunken haben und eigentlich offizielle Zunft- und Gassenspielzeit vorbei ist, wo einfach ja, triposant wird. Das ist dann wirklich Kategorie Lärm für mich und unnötig. Ich glaube, das hast du sogar noch gar nie eigentlich erlebt und können hören, dass das auch noch schön sein könnte. Das kann gut sein, dass ich das so noch nie erlebt habe. Also ich finde, vor allem ist es eindrücklich, was Laien im Stand zu leisten sind. Es sind keine Berufsmusiker dabei. Du hast teilweise Leute, die nicht mal Noten lesen können bei den Erwachsenen. Also so ein Erwachsener kann durchschnittlich ungefähr 30 Fasnachtsmärsche. Und das sind ungefähr 2 Stunden Spielen auswendig. Also das ist schon noch viel. Also auf diesem Bild sieht man jetzt Leute, die geschminkt sind. Und das geht zu Basel und der Fasnacht schon mal gar nicht. Sondern du hast eigentlich immer eine Maske an. Aber da finde ich, das ist eigentlich nicht kulturelle Aneignung, sondern es wird auf Probleme aufmerksam gemacht, die in der Bevölkerung bestehen. Und eigentlich auch werden Tabus thematisiert. Und da sind Grenzen sicher weiter als an den anderen Tagen. Aber das hilft auch, dass man wieder darüber schwätzt und sie diskutiert. Wenn man das Ventil vielleicht bis zu einem gewissen Grad öffnet, kann das eigentlich helfen, dass das sonst unterdrückt und trotzdem ausgelebt wird. Weißt du, was ich meine? Ich weiss, was du meinst.
Ich bin aber hier ganz klar der Meinung, dass es keine Grenze gibt, die verschiebbar ist und kein Ventil gibt, das man irgendwie öffnen kann. Ich finde, das Bild, das wir jetzt gesehen haben, ich finde, das ist kulturelle Aneignung und ich finde, dass das nicht okay ist. Das bestätige ich gar nicht, dass es nicht okay ist, aber es geht eigentlich darum, darauf aufmerksam zu machen, weil die Fasnacht hat eigentlich der Gesellschaft den Spiegel vor und thematisiert eben Sachen, genau, die Themen zum Ansprechen. Genau. Und was ich eben auch finde, ist, du darfst dich auf keinen Fall eigentlich dahinter verstecken, zum Beispiel, also, um dann irgendwelche Ideologien auszuleben. Aber durch das, dass das überhaupt angesprochen wird, dass das in der Gesellschaft eigentlich noch besteht, weil das sonst ja von der Moral unterdrückt wird, kann das auch geholfen werden, das eigentlich zu verarbeiten und eigentlich dann ganz aus der Welt zu schaffen. Also ganz eine krasse, vielleicht auch ein bisschen auf die Spitze getriebene Frage. Ist ein Wagen mit Weissen, die sich schwarz anmalen, auch okay? Ich finde, es kommt darauf an, was dahinter steckt. Also die unter der Larve sind, wenn die sich abziehen, ob die dann einfach sich genau gleich verhalten und eigentlich noch Freude haben, dass sie so sein dürfen und sich darüber lustig machen oder eigentlich rassistisch sein, dann ist es überhaupt nicht okay. Und es ist auch sonst eigentlich überhaupt nicht okay. Aber weil die Message eigentlich überkommt, hey, schau mal, das Problem gibt es und es gibt noch Leute, die so denken, wir müssen da eigentlich etwas machen. Weißt du, das Spiegelbild eigentlich. Ich weiß, aber es ist eigentlich gleich, was die Botschaft dahinter ist, weil das Mittel für diese Botschaft wählen wir als Nicht-Minderheit kulturelle Aneignung. Ich finde, das ist ein Problem. Ich finde, dass wir das vielleicht auch falsch gelehrt haben in der Gesellschaft in den letzten 50 bis 100 Jahren, wie man das Problem angehen soll. Basler Fasnacht lebt einfach eine gewisse Melancholie und satirische Kritik. Mhm. Und dort ist es eben umso wichtiger, dass du dann eigentlich Themen hast, die auch irgendwo provozieren und anecken, wenn es dann eben eigentlich zu weit geht und das wirklich ausleben und nicht einfach nur ansprechen und kritisieren oder dass man darüber diskutiert in der Gesellschaft, das möchtest du erreichen, dann musst du aufhören. Dann ist es falsch. Ja.